Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben. Wir haben den zweiten Dungeon abgeschlossen, haben einen ekligen Boss besiegt. Okay, was heißt eklig? Einen sehr kugeligen Boss besiegt, der aussah einfach wie so eine verfickte brennende Frikadelle. Ja, das hat der Dunkelfürst Giraim auf uns gehetzt, den wir dann zufällig über den Weg gelaufen sind. Also ganz zufällig. Und ja, jetzt sind wir aber auf dem Weg, die dritte Steintafel einzusetzen. Zelda haben wir auch noch getroffen, aber halt nur ganz flüchtig, nur ganz kurz. Und die, und so eine komische Frau, die sie begleitet hat, die momentan noch irgendwie denkt, dass sie sich, dass die Göttin sich bei den Auserwählten vertan hat. Als wenn sie sich wirklich vertan hätte. Ja, so wirkt das für sie. Und ich hoffe, wir können auch irgendwie eine Gelegenheit finden, ihr das Gegenteil zu beweisen. Das wollen wir doch mal ganz stark hoffen. Ach ja, was mache ich da eigentlich? Nein, ich wollte nicht zurück zum Wolkenhort. Nein, ich wollte eher etwas ganz, ganz anderes. Nämlich... Ihr seht ja die ganzen Schätze hier, diese mit diesen Symbolen. Und da werden wir jetzt einfach mal hinfliegen, weil da sich dann immer Truhen verbergen und die greifen uns doch einfach mal eben schnell, ne? Diese Truhen werden aktiviert, wenn wir im Erdland irgendwo Artefakte der Göttin finden. Artefakte der Göttin finden und in den Himmel schicken mit unserem Himmelsstrahl und dann aktivieren sich hier irgendwo in der Luft, im Wolkenmeer, diese komischen Truhen. Und ja, dann können wir doch mal erforschen, was genau sich in dieser Truhe dann befindet. Und eine müsste hier sein. Eine müsste hier sein. Wow, 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 wow. Shit, sorry Vogel. Haha, der ist voll dagegen geknallt, ey, der Arme. Du hast die kleine Dekotasche erhalten. Mit ihr kannst du 10 weitere Dekokerne bei dir tragen. Sehr, sehr nützlich, wenn du gern die Schleuder einsetzt. Ja, ja, sehr cool. Dann haben wir jetzt, können wir jetzt 30, Bubble. Dings Dekonüsse abschießen. Richtig cool. ja, da können wir noch nicht hin. Okay, die Truhe ist eh noch nicht aktiviert. Aber da können wir so oder so dann noch nicht hin. Selbst wenn die Truhe aktiviert wäre. Weil da fehlt uns ein Item. Und das haben wir halt noch nicht. Von daher können wir da eh erstmal noch nichts machen. Da würde ich sagen, gehen wir doch erstmal jetzt dorthin. Sammeln wir einfach erstmal die Truhen ein. Danach gehen wir zum Wolkenhort. Und, setzen dann die Steintafel da ein. Und dann gucken wir uns noch ein bisschen um, was sich im Wolkenhort noch so weiter aufgetan hat. Wer weiß, wer weiß. Ah, ist das schön, Leute. Ich habe Urlaub jetzt gerade, momentan sogar. Da habe ich natürlich fleißig weiterhin Zeit, jetzt hier für euch Videos zu produzieren. So, wenn ich arbeiten muss, so in der Woche, dann ist das, versuche ich das auch manchmal, aber dann ist das halt relativ schwer, weil ich bin nach der Arbeit einfach nur komplett am Arsch und dann bin ich einfach froh, wenn ich zu Hause bin und einfach nichts mehr machen muss. Ja, ich weiß nicht, momentan habe ich es irgendwie so, also oft habe ich es auch nach der Arbeit eigentlich, dass ich dann noch genug Kraft habe, um noch ein paar Folgen aufzunehmen, so gegen Abend, aber momentan ist das irgendwie so, dass ich dann die Kraft dafür gar nicht habe und eher lieber einschlafe. Anstatt die Kraft dafür zu finden, weiterhin irgendwelche Folgen aufzunehmen. Alter, dieser Tornado. Boah, der kam wie aus dem Nichts, ey. Der hat mich erschrocken. Ja, das passiert, wenn man in diese Tornados da reinläuft, dann wird man einfach mal eben hochgeschleudert. Oh, was sind das?
Da waren wir noch nie. Warte mal, ist das überhaupt da, wo ich hin muss? Ja, das ist da, wo ich hin muss. Dann muss irgendwo da die Truhe sein. Hier ist eine Truhe. Du hast einen goldenen Rubin erhalten. Er ist unglaubliche 300 Rubine wert. Aber behalte das lieber für dich. Ja, das sollten wir tun. Oh, guck mal, unsere Geldbörse ist ja jetzt sogar voll. Wow. Wow. So, schauen wir uns doch mal da um. Was ist das? Was zum Teufel ist das? Wer bist du denn? Jo. Pico. Oh, du bist es, Link. Ich bekomme hier nur selten Besuch. Wo ist hier? Dies ist hier mein kleines geheimes, Refugium, in dem ich meine Schwertkunst trainiere. Einst war ich bekannt als das Model von Wolkenhort. Ja, natürlich, okay. Durch den ganzen Stress und meine Tochter habe ich ein paar Pfunde zugelegt. Oh, ach so. Deshalb trainiere ich täglich hier Bambus zu schneiden. Hält mich nämlich wunderbar fit. Wie sieht's aus, Link? Lust auf etwas Training? Klar, warum nicht? Ja. Das wollte ich hören. Also dann mal los. Warte einen Moment. Ich glaube, ich habe etwas vergessen. Richtig, jetzt weiß ich's wieder. Du musst einfach nur diesen Bambus in kleine Stücke schneiden. Wollen wir doch mal sehen, wie viele du schaffst, bevor der Bambus umfällt. Je mehr Stücke du schneidest, umso höher ist die Chance auf einen tollen Preis. Also, was meinst du? Nur 10 Rubine pro Versuch? Klar, los geht's, Mann. Also gut, ich will von dir blitzschnelle Hiebe sehen. In Ordnung? Ja, in Ordnung. Ich gebe mein Bestes. Wow, 25 Mal. Ich wollte eigentlich mehrmals, aber irgendwie habe ich da nachgelassen. Sachte, mein Junge, du kannst wieder durchatmen. Du hast den Bambus 25 Mal geteilt. Du bist wirklich talentiert. Eine beeindruckende Leistung und eine tolle Schwertführung. Hier, das hast du redlich verdient. Oh, nur ein Monsterhorn erhalten. Okay, aber besser als nichts. Dieses beeindruckende Signalhorn ist ziemlich hart und kann als Werkstoff verwendet werden. Stimmt, das haben wir noch gar nicht. Okay, dann war das auch sehr nützlich. Beim nächsten Mal will ich mindestens 28 Stücke fliegen sehen. Ey, sollen wir das mal versuchen? Wir kriegen nämlich auch bei ihm ein Herzteil, wenn wir eine bestimmte Anzahl davon erreicht haben. Falls du Lust hast, Bambus zu kürzen, schau jederzeit bei mir vorbei. Sollen wir das nochmal versuchen, Leute? Ach, komm schon. Komm schon. Wer weiß. Vielleicht schaffe ich das mal in Kürze, einfach ein Herzteil da zu bekommen. Ich kann mich noch an mein altes Let's Play erinnern. Das ist natürlich nicht mehr empfehlenswert. Ich meine, ich kann euch eh nicht dran hindern, wenn ihr jetzt guckt. Aber, ich weiß, da habe ich mich irgendwie echt schwer getan, glaube ich. Und habe das so gut wie es geht hinausgezögert, das hier zu machen. Weil mir das überhaupt nicht gefallen hat. Weil ich einfach mit der... Ja, das lag teilweise eher daran, an der Wii-Steuerung. Aber ich glaube, dieses Mal sollte es besser sein. Der Rekord liegt bei 25. Und das zu überbieten, solltest du an deiner Technik arbeiten. Ich habe keine Technik. Also gut, ich will von dir blitzschnelle Hiebe sehen. In Ordnung? Ja, natürlich in Ordnung. Ah, fast. Fast waren es 28. Sag du, mein Junge, kannst du da durchatmen? Ja. 27 Mal, Wahnsinn, du hast deinen Rekord geschlagen, Glückwunsch. Du bist wirklich talentiert, eine beeindruckende Leistung, ja, sehr schön. Und wieder nur ein Monsterhorn. Beim nächsten Mal will ich mindestens 28 Stücke fliegen sehen. Ja, das versuchen wir nochmal. Ach, komm schon, das versuchen wir nochmal. Ich will das schaffen.
What the fuck? Sag doch mal, Junge, du kannst wieder durchatmen. Du hast den Bambus 36 Mal geteilt. Ja. Wahnsinn, du hast einen Rekord geschlagen. Glückwunsch. Ja. Was für eine Leistung. Selbst ich, einmaliges Model, ziehe meinen Hut vor dir. Hier ist dein Preis. Du hast das Geschenk der Göttin erhalten. Es heißt, dieser legendäre seltene Schatz habe einst der Göttin selbst gehört. Wow. Okay. So, nicht das, was ich erwartet habe, aber besser als nichts. Das ist aber auch schön. Falls du Lust hast, Bambus zu kürzen, schau jederzeit bei mir vorbei. Wie? Ich dachte, hier gibt's ein Herzteil bei dem. Gibt es da kein Herzteil bei dem? Ich werde mich demnächst nochmal schlau machen. Ob es da irgendwas gibt. Ob man bei ihm irgendwie ein Herzteil ergattern kann. Ich meine eigentlich schon. Ich meine eigentlich, dass man bei ihm ein Herzteil finden, ergattern kann, wenn man so eine bestimmte Anzahl erreicht. Aber ich werde mich da einfach lieber nochmal schlau machen, bevor ich nachher die ganze Zeit umsonst da irgendwie was mache und Geld ausgebe und am Ende bekomme ich nur den letzten Scheiß dafür. Ja, das wäre dann echt unpraktisch, muss man ja sagen. Ja, okay, dann werden wir erstmal die anderen Schätze suchen und dann zurück zum Wolkenhort fliegen. Wow, 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 das war zu schnell. Das war zu schnell. Das war zu schnell. Das war viel zu schnell. Das war viel zu schnell. So schnell solltest du ja auch nicht fliegen, Link. Das ist mir ein bisschen zu viel, du. Yay. Sehr schön. Du hast einen Silberrubin erhalten. Er ist sagenhafte 100 Rubine wert. Wow. Und da ist unsere Geldbörse wieder voll. Sehr schön. Ich hoffe nur, dass in den nächsten Truhen nicht nochmal so viel Geld drin steckt, weil das wäre ein bisschen, wie soll ich sagen, traurig, weil meine Geldbörse jetzt voll ist. Mal schauen, was in der Truhe drin ist. Vielleicht ja auch ein Herzteil. Das weiß man natürlich nie, ne? Das weiß man ja nie. Deswegen, auf geht's! Auf geht's, Leute! Auf geht's zum nächsten Schatz! Ach, Leute! Ohne Scheiß, ich bin jedes Mal voll glücklich, wenn ich weiter aufnehmen kann mit euch. Also, wenn ich Zelda Skyward Sword irgendwie aufnehmen kann, weil es macht einfach Spaß! Ich liebe das Game nach wie vor! Ohne Scheiß! Und dann auf der Switch, das ist nochmal echt genial! Das ist natürlich richtig genial. Oh! Muss man sich erstmal freibomben. Sehr cool. Wait. Bam! Einfach nur Bam! Oh! Hä? Und wo ist dann die Truhe, die ich finden soll? Wo ist dann die Truhe, die ich eigentlich bekommen sollte? Vielleicht hier unten. Vielleicht ja auch hier unten. Aber auch nur vielleicht. Wie kommt man da hin? Scheiße. Wie kommt man da hin? Da kommt man gar nicht hin, ne? Da! Shit! Das wollte ich gar nicht so machen. Ah, nein. So ein Mist. Wie kommt man da hin? Das wird schwer. Denke ich, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht stelle ich mich einfach nur blöd an. Ich stelle mich wirklich blöd an, indem ich es einfach übersehen habe. Okay, haben wir unser Problem gelöst, wie man dorthin kommt. Sehr schön. Ja, Link, nicht runterfallen. Hol dir deinen Schatz. Gib mir meinen Schatz. Du hast die Schatzmedaille erhalten. Trägst du sie bei dir, wirst du häufiger als sonst auf Schätze stoßen. Nimm sie mit, wenn du auf Schatzsuche gehst. Deine Tasche ist voll. Das Item wurde im Itemlager deponiert. Oh,
Schade. Muss man, für den Fall, dass ich irgendwie Schätze suchen möchte, muss ich das anscheinend tauschen mit irgendwas. Vielleicht mit eins von den Sachen. Ja, mit irgendwas muss man das tauschen. Vielleicht mit der Flasche einfach. Oder mit den Deko-Kernen. Ich schieße eh momentan nicht so viel mit diesen Dingern herum. Mal schauen. Erstmal zurück zum Wolkenhort. Auf jeden Fall. Und hier dieses Signallicht entfernen. Sonst denke ich, da ist noch etwas und dann ist da in Wirklichkeit gar nichts mehr. Sehr schön, Leute. Das haben wir doch mal eben schnell abgehakt. Okay, was heißt mal eben schnell? Die Hälfte des Parts ist eigentlich schon wieder um. Oh, vielleicht mache ich da einfach ein bisschen Überlänge. Mal schauen, je nachdem. Je nachdem, wann, wie gut es mir gerade passt, den Part zu beenden. Ach, ist das schön. Schön durch das Wolkenmeer fliegen. Aber, man muss ja auch sagen, ne? Das Wolkenmeer, dafür, dass das so groß ist, ne? Hat echt nicht viel zu bieten. Also, es gibt da nur wirklich wenige Inseln. Es gibt da eigentlich vielleicht nur drei Inseln, wo Leute leben. Ne, nur zwei Inseln, wo Leute leben. Hier wohnen zwei Leute in der Kürbisbar, die diese Kürbisbar besitzen. Und sonst nur diese Insel, der Wolkenhort. Ansonsten gibt es sonst nirgendwo wirklich Menschen, wo Leute wirklich hausen und leben. Das ist schon echt traurig. Haben nur so wenige Leute von damals überlebt. Durch den ganzen Krieg mit diesen... Mit diesem Dämonenkönig oder sowas, dieses Monster, das vom Anfang der Geschichte nach den Triforce trachtet. Triforce. Ich nenne es immer Triforce. Genau. Stimmt das? Könnte das wirklich sein, dass da von damals nur so wenige überlebt haben? Ich meine, Link war da bestimmt noch nicht auf der Welt, aber vielleicht sind es trotzdem einfach so wenige übrig geblieben. Bisschen schade, aber ey, was soll man machen? Tja, so schrecklich die Geschichte auch war. Jetzt leben sie ja alle noch glücklich und zufrieden. Oh, hoffentlich für immer, ne? Ja. Aber ohne Scheiß, Leute, ohne Scheiß, wo Skyward Sword damals rauskam, ne? Ich war so gehypt auf das Game. Ja, ich weiß nicht warum, weil ich mich auf ein neues Zelda-Game einfach gefreut habe, ne? Und mir hat das ganze Setting einfach, wie das alles aussah, das hat mir einfach schon wirklich irgendwie richtig gefallen und so, ne? Und ich war einfach da mega gehypt und hab mir schon vorgestellt, so, ja, wie wird das alles ausgehen, so, wie... Wie krass werden die Kämpfe und ich dachte mir sofort, da ist das Master Schwert abgebildet und das Triforce, dann ist bestimmt doch wieder 100 pro Ganondorf der Endboss. Und so, ne? Weil das ist ja meistens so, weil meistens ist es ja immer so, sobald das Master Schwert irgendwie eine Rolle spielt und das Triforce hat Ganondorf oder Ganon oder Ganon, da hat er immer seine Finger im Spiel. Ja, das dachten wir alle. Gebieter, ich stelle fest, dass sich in südwestlicher Richtung ein weiteres Loch in den Wolken aufgetan hat. Es führt dich an einen neuen Ort. Ich empfehle dir, diesen Ort aufzusuchen, sobald du dich auf die Reise vorbereitet hast. Alles klar. Ein weiteres Loch hat sich in den Wolken aufgetan, Leute. Ein weiteres Loch. Diesmal mit gelben Lichtstrahlen. Ja, mal schauen, wo wir da dieses Mal ankommen werden. Aber in diesem Part auf jeden Fall nicht mehr. In diesem Part auf jeden Fall nicht mehr. Klar, es ist jetzt nicht unbedingt viel passiert in diesem Part, aber hey. Ich hoffe, das könnt ihr mir verzeihen.
So. Ich werde jetzt mal was machen. Ich werde jetzt mal etwas tun. Nämlich hier zurückkommen. Ey, Kuku, was geht eigentlich bei dir? Na, du wirkst schon viel fröhlicher, Link. Das ist die richtige Einstellung. Zelda wird nach Hause kommen. Du musst nur fest daran glauben. Ah, okay, der hat nichts Neues zu sagen, außer das, was er schon anfangs dieses Let's Plays gesagt hat, wo Zelda verschwunden ist. Glaube ich. Glaube ich zumindest. Irgendwas habe ich vor. Irgendwas hatte ich vor. Ja, das habe ich vor. Einfach mal schlafen zu gehen. Oh, Leute, Leute, Leute. Schaut es euch mal an. Ein Juwel der Güte. Du hast ein Juwel der Güte erhalten. Dieses Juwel ist aus der Dankbarkeit einer der dir unbekannten Person entstanden. Sammle für Monsergo noch mehr Dankbarkeit in kristallisierter Form. Yeah. Nice. Richtig nice. Alles klar. Leute, es ist nachts. Und ich habe etwas vor. Man hat doch vorhin irgendwas gehört. Ich dachte, man hat erst irgendwelche Geräusche gehört, aber irgendwie anscheinend doch nicht. Leute, ich habe etwas vor. Ich weiß nicht, ob das diese Nacht passieren wird. Ob das diese Nacht passieren wird, dass ich vorhabe. Obwohl, warte, ich versuch's einfach mal. Obwohl, versuche ich das? Nein, das versuche ich erst im nächsten Part. Nein, ich versuche das im nächsten Part. Ich bin erst blöd am Überlegen, ey. Sorry. Nein, Leute, ich würde dann einfach sagen... Ah, jetzt hat man es wieder gehört. Das ist Gruß. Was macht er da? Ich will es gar nicht so genau wissen. Leute, ich bedanke mich wieder bei euch. Herzlich fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr wieder vorbeigeschaut habt. Und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Part bei Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Ciao!